Fläschchen in den Mund. Dann platzt der Schädel. Ih! Man merkt überhaupt nichts. Der Tod tritt sofort ein. Ich will eine schöne Leiche sein. Ich nehme Gift. Wenn ich schon bereit bin, heldenhaft zu sterben, soll es wenigstens schmerzlos sein. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod ein. Das ist eine Sache von Sekunden. Vielleicht könnte ich auch einen haben. Ich vielleicht auch. Himmler hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Braunheim meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich werde ihn ausführen. Erich? Sag mal, bist du wahnsinnig? Wegen deinem Scheißbenzin sind da draußen ein paar... Erich, sei lieber still.